So, jetzt bist du du mit meinem Bre. Heiko hat letztens Capital Bra im Stream gehört, das war so krass. Was? Digga, Heiko, ich schwöre, der macht Verwandlung gerade, so wie Trimix damals vorher bei Monte war. Ja, Bruder, mach ihn rein, komm. Jawoll! Jawoll, jawoll, ja! Burger Pommes auf die Eis! Pack die Pommes in den Burger ein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die Eis! Ich war sofort in den McDrive. Stell dir vor, wir hatten gestern die ganze Zeit so gejubelt bei Basti. Digga, wir haben genug gejubelt, Bruder, vertrau mir. Digga, das war so respektlos gestern. Das war geil, Digga, wir müssen es eigentlich nochmal machen. Ja, ja, das war wirklich funny. Opfer, wer gestern Rocket League verpasst hat. Tut mir leid, Jungs. Slay meine Queens. Eine Instagram-Story gerade. Instagram Girlies. Das Einzige, was im Rocket League scheiße ist, der Chat ist einfach tot. Ja, passiert. Manchmal musst du einfach schreiben. Schreibt alle Mann irgendwie W. Nein, ich hasse ich hasse das. Nee, ja, ich weiß. Hasse ich auch. Ich gehe so manche Streams rein, Digga, die beschweren sich die ganze Zeit. Oh, Chat tot, nee, Chat tot. Schreib mal was rein. Das finde ich auch schrecklich. Ich brauche manchmal einfach nur, ich sag manchmal irgendwie, keine Ahnung, W. Und dann hoffe ich, dass da W schreibt. Alles ist ruhig. W. Und ich hoffe einfach, dass da was passiert. Nee, ich find's auch schrecklich, wenn da so Leute schreiben, hä? Gott, geht ja nichts im Chat ab. Boah, Digga, das ist so anstrengend. Ja. Dann gehe ich instant meistens aus dem Stream raus. Nee, ich guck so manchmal bei so anderen halt, Digga. Ich schwöre, das Einzige, was die labern, ist irgendwie, entweder du machst dir wichtiger, du fragst einfach so unnötige Sachen, wie zum Beispiel, wie findet ihr Mobbing? Oder die schreiben einfach die ganze Zeit rein, ja komm, schreib mal was rein, komm. Ja, ja, das ist so schrecklich. Da hast du gar keinen Bock zuzuschauen. Oh. Ich hab keinen Boost, Bro. Ich auch nicht. Was auch richtig anstrengend ist, ich weiß manchmal so Streams und dann sagen die ganze Zeit so, stellt mal Fragen. Oh mein Gott. Digga, Real Talk, am liebsten würde ich da, Digga, ich würde da nicht nur Fragen reinschreiben. Ja, aber ganz kurz, Chat, wie findet ihr Mobbing? W. Oh Gott, schön. Hier, schreibt W rein. Du hast auch W gesagt. Nee, die haben da, das war gleichzeitig als sie. Ja. Okay, wie findet ihr Mobbing wirklich? Digga, das ist halt ehrlich krass, wenn man so, wir haben die ganze Zeit wichtiger gehört aus dem Wohnzimmer und du hast die ganze Zeit so gehört, wie er am Ende so mit so mit seinem Ton hochgegangen ist, weil man gecheckt hat, dass er eine Frage gestellt hat. Ja, ich schwöre. Digga, mein Wichtiger ist wirklich, also, der macht das scheiße einfach nur. Leute, habe ich die Challenge gut gespielt? Ich habe die gut gespielt, oder? Ich habe die richtig gut gespielt. War ich Skywars Platz 1? Ja, ich war Skywars Platz 1, oder? Schön. Das ist so geil irgendwie. Digga, das ist nicht geil, das ist absolut scheiße. Bei der dritten Frage bin ich immer raus aus dem Stream dann. Innerhalb aber einer Minute. Erst bei der dritten. Ja, bei den meisten Fragen denkst du dir halt, ja okay, beantworte ich jetzt ja, auch ja, mal mit. Ja, das ist so eine hundertprozentige meisten. Also es gibt keine Antwort eigentlich auf die Frage. Ja. Digga, mach einfach Eigentor. Schreib W in Chat. Wie machen wir das? Hallo, schreib doch W. Mach. Hallo, überspring doch! Achso, wie findest du meinen Club-Tag? Ich hab grad gesehen, W. Egal, stellt mal Fragen. Ey, stellt mal Fragen, Jungs, komm. Stellt mal Fragen. Ja, das ist wirklich auch meistens so. Ich hab dann so gesehen, da war irgendwie, ich glaube, es waren zwei Atzen. Die saßen dann einfach in Fullcam da, die haben nicht mal irgendwas gezockt. Die saßen einfach und haben so geschwiegen, haben gesagt, stellt mal Fragen. Digga, ich hab. Letztens, ich hab so seit neuestem Langeweile freigeschaltet, seitdem ich alleine in der Wohnung bin. Bro, da hab ich random so Twitch durchgeschaut. Digga, auf einmal, ich dachte, ich. Digga, das war krass. Ich dachte, ich wäre Pornhub oder so. Boah, Digga, ich bin auch gestern ein bisschen durchgegangen mit dem Kollegen. Was hast du gesehen? Mir wurde so ein Poolstream vorgeschlagen und dann sind wir in die Pool-Section zusammengegangen. Und das sind Leute, die heißen so XC678 oder so. Und das sind die ganze Zeit Leute, die haben so 200 Viewer. Und filmen die ganze Zeit irgendwie, lassen die ganze Zeit so Aufnahmen spielen, wie Frauen Hot Yoga machen und so shit. Was? Und ja, dann sieht man die ganze Zeit, bei mir schlimmer. Ich hatte eine, ich bin so Just Chatting gegangen, weil ich eigentlich Amerikaner gucken wollte, um Content zu klauen, Classic. W. Auf einmal, ich sehe so, okay, Deutsche, 1000 Viewer. Ich denke mir so, hä? Okay, was macht die? Bruder, ich hab da 5 Minuten zugeschaut. Digga, die saß da und hatte, also die hat so, die spinnt irgendwie pro 5 Subs ein Rad
Digga, das, auf diesem Rad steht irgendwie sowas wie OnlyFans League, Aigao Face. Stegi, wenn er weiblich wäre. Zehnmal springen und sowas. Oder Handstand. Oder dann saß sie da und hat sich beschwert, dass keiner reinzappt. Und dann haben sie so Leute geschrieben, zeig OnlyFans. Und dann meinte sie so, ja, dann zappt doch, dann zappt doch. Und dann hat irgendwer gesubbt und dann, ja, that's what I'm talking about. Und die hat auch irgendwie... Mann, die hatte so Papa-Platte-Sprache irgendwie. die hat die ganze Zeit so, that's what I'm talking about. Die hat die ganze Zeit so Englisch geredet auf einmal. Ja, das war krass, Scheiße. Alter. Das war wirklich crazy. Oh mein Gott. Digga, der muss reingehen. Oh mein Gott, bitte! Dopamin. Ja! Geil. Oh mein Gott, sind die sauer. YOLO Larry. Okay, anscheinend kennt man die. Ah, ich kenn die auch. Ich weiß nicht, ob die so heißt. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich war einmal in ihrem TikTok-Stream. Und der, das ist wirklich eine Psychose da immer. Ich war schockiert, Real Talk. Ja, ja. Da die ganze Zeit, fuck, was Dings ist. Ich glaube, da schreiben Leute, ich weiß, das war so TikTok-Meter. Da haben die ganze Zeit Leute geschrieben, Camp 2, Camp 2, Camp 3, Camp 4. Jetzt Text, was ich meine. Ach so, oh mein Gott. Okay, Real Talk. Camp 1. Real Talk, ich war nein, auch... Nein, das hast du auch gemacht. Nein. Ich war einer bei, ich weiß noch ganz genau, bei Unge 30-Tage-Stream, da habe ich auch irgendwie Ausrufezeichen Camp 2 geschrieben, weil ich dachte, man kriegt da irgendwie einen anderen Raum, Digga, überdumm. Ja, okay, aber das ist nochmal, ich finde, auf YouTube ist nochmal ein bisschen was anderes. Nee, ist auf Twitch, halt so auf Twitch. Ja, oder auf Twitch, ich meine, wenn es so ein 30-Tage-Gaming-Stream ist oder sowas, ist noch was anderes, aber wenn es so ein... Selfie-TikTok-Stream. Nee, das wird dann schreiben. Camp 4, bitte, ich will Ihren Arsch sehen. Camp 4, bitte, bitte. Wahrscheinlich sind die so vom PC. Bitte! Die weinen richtig schon. Ja, wir kriegen halt echt nicht so schlechte Gegner, ne? Ich dachte, wir würden so Unranked Games. Ja, Real Talk, ich bin confident, ich spiel richtig krass. Ey, wir sind gerade beide bettet. Ey, mit Hifted, den hast du, komm. Warum hast du den nicht? Fragezeichen. Sorry. Den schießt ins Tor? Ja, Luke, alles gut, Bruder. Ich bin mal neuer. Wie findest du Auswärtstrikot Deutschland? Cool. Aber ich finde Heimtrikot geiler. Ich hol mir das. Nee, ich finde, das ist einfach nicht männlich genug. Dieses Transgender war. Ich hasse Leute, die da. Digga, wirklich, da wurde schon vor so 2 Monaten TikTok drüber gemacht. Das ist so eine Kacke, Digga. Real Talk, Digga. Die lassen sich von der Farbe triggern einfach. Voll Idioten. Oder auch. Der wirklich, ich finde sogar diese lila Trikots crazy geil. Weil es die pinken, oder? Die haben so einen Farbverlauf. Die sind aber eher pink. Aber ich check, was du meinst. Ich finde die geil. Ja, also ich glaube, ich finde auch das Weiße besser, aber ich finde die pinken auch voll okay. Ich finde, das Weiße kann ich einfach besser matchen, glaube ich. Also, wenn ich das trage, dann sieht das besser aus einfach. Bro, wir verlieren gerade 2-0. Aber das lila gibt mir Prime Ronaldo-Vibe. Boah, ja, checke, ja. Aber es ist halt nicht so krass lila. Ich hab das lilane Longsleeve von Ronaldo, hab ich. Gänsehaut. Ich hab's mir ergattert. Hast du auch ein paar Nudelhaare bekommen? Nein. Hätte ja sein können. Wir müssen mal jetzt ackern kurz. Mhm. Hab ich gefickt, Digga, hab ich gefickt. Oh mein Gott, hab ich den gefickt. Guck dir das an. Der dachte, ich schieße. Checkst du? Ka-chow! Jemand hat geschrieben, du hast schon Nudelhaare. Ja, check ich dich. Naja, sieht schon so aus, bisschen. Digga, ich hab doch keine Nudelhaare, was ist das denn? Bisschen. Laberst du für einen Bullshit, ich spiel nie wieder mit dir. Was? Hast du? Schön. Bitte? Ich hatte keinen Boost, ich wurde da hingedrückt. Hab ich. Oh. Mhm. Oh, ich spiel gut heute. Mhm. Hier gestern war wir auch echt geil. Ja. Gut bezahlt. Ja, ich bin echt am überlegen, ob ich mir da Haarfass dazu zu machen, weil das ja legit gerade Trend ist und ich habe eine Anfrage bekommen. Legit mach und rasier dir dann mit Glatze und Problem, zeig die an. Guck mal, das Problem ist, das ist überdumm, das jetzt zu machen. Ja, hast du ja schon erklärt, aber hör mir zu, wirklich, du kannst jetzt machen, in einem Jahr eine Glatze, die nochmal anzeigen, doppelter Upload bringt doppeltes Cash. Digga, von wem war das nochmal? War das von KS? Unge, roast yourself. Achso, oh mein Gott, stimmt. Oh mein Gott! Doppelter Upload, doppeltes Cash. Aber würdest du sagen, das ist immer noch so? Ich sag nicht. Doppelter Upload ist doppeltes Cash, würde ich nicht mehr sagen, dass es so ist. Oder Dr. Banks macht das gerade. Madeira-Trip, haha. Nee, ich glaube, damals war das auf jeden Fall mehr, Digga, als Unge dann, keine Ahnung, die ganze Zeit so 10 Minuten Gameplay aufgenommen hat, hochgeladen hat, 1 Million Aufrufe gefühlt. Ja, das ist so geil. Aber TikTok hat alles verpestet. Aber TikTok wird vielleicht Dings zum 100. Mal verboten angezeigt. In Amerika. Ja! Eiskorli, danke fürs Abzählen, Dankeschön.
Endlich. Nein, Retalk, ich hoffe so sehr auf den Downfall von TikTok. Ich hoffe so sehr auf den Downfall von Short-Content. Ja, ich sag, die Sache ist, ich check. Aber es wird nie passieren. Auch wenn ich es geil finde. Obwohl? Aber ich fände es... Ja, was? Sag weiter, ja? Nee, die Sache ist ja ganz viel... Also ich habe das Gefühl, dass richtig viel so rechtes Gedankengut und sowas auf TikTok verbreitet wird und so Shit. Noch mehr als zuvor ohne so dieses ganze Short-Zeug, checkst du? Was? Ja, so richtige Leute, die, oh Gott, Leute, die das Trikot jetzt flamen zum Beispiel. Ja. Hätte es ohne TikTok nicht so viel gegeben, beziehungsweise man hätte ja, nicht so auf TikTok davon auf einem gar Haufen nichts sehen. Gesehen. Ja, nur doch, auf Twitter ist sehr viel. Es ist schon, und overall, es ist geistkrank, wenn du einmal so ein bisschen da so, okay, Digga, ist crazy. Wenn du einmal so da in dieser Bubble bist, es gibt da schon recht viel sehr weird-ass-Shit. Und ich glaube, ohne TikTok wäre es das. Denkst du, Short-Content bleibt für immer? Boah, bestimmt, aber wird sich halt immer ändern, ne? Boah, ich hoffe auf den. Ich glaube, wir sind gerade auf dem Trip wieder, dass. Ich glaube, wir sind auf dem Trip wieder, dass Longshot wieder. Dass Leute das wieder cooler finden als Short, glaube ich. Ja, ich finde auch, also wenn, dann schaue ich legit nur lange Videos zur Zeit, wenn ich kein TikTok schaue. Auf YouTube schaue ich nichts unter, glaube ich, 20 Minuten. Ja, weil es halt auch nichts anderes mehr hochgeladen wird, oder? Ja, aber ist ja geil. Ich finde das richtig. Ich hole mir was zu essen und ich habe richtig keinen Bock, die ganze Zeit so. Das Video zu switchen. Oder Digga, gibt's überhaupt noch. Digga, jedes Mal, wenn ich esse und ich mir ein Video raussuche, ist mein Essen sogar vorher schon kalt, wenn ich ein Video gefunden hab. Bro, 20 Sekunden. Push dich. 15%, komm. Okay. Oh mein Gott! Er wird jetzt. Komm, den hast du! Nein! Oh. Nein! Nein! Wie konntest du den verkacken? Chill. Oh mein Gott, der dämmert mich. Respektlos. Ich hätte ihn nach vorne geballert. Oh mein Gott. Baller ihn! Hast du? Er hat ihn! Mario Götze! Mario Götze hat daneben geschossen. Wir haben die WM verloren. Argentinien, Messi hat Pokal bekommen. Wer war der anstrengendste vom ganzen Madeira-Trip? Komm, sag es. Ich bin Real Talk, Mike. Ja, Digga, aber zu 100%. Ich finde, du hattest so ein paar so kleine Sachen, die anstrengend waren, aber das war okay. Ja, aber was denn? Ich check's nicht. Das waren so kleine so Dreckmach-Sachen. Ach so, das stimmt, hast du so gesagt. So Krümeln, ja. Mümeln und ja, sowas. Ja, das ist halt so Pussy, also das ist krass. Aber gedingst hab, du brauchtest so, ab irgendeiner bestimmten Uhrzeit hast du so deine Me-Time gebraucht und das fand ich geil, weil dann konnte ich auch meine Me-Time haben. Natürlich, Digga, wichtig. Weil ich kann auch nicht die ganze Zeit so mit anderen Leuten bleiben und sowas. Aber nee, Mike war, es kam mir vor, als hätte Mike so einfach bestimmte Regeln des, wie soll ich sagen, des Benehmens nicht gelernt. Ja, der kann wirklich, der kann, also wenn Leute sagen, ich kann nicht alleine leben, Bruder, der Motherfucker kann nicht alleine leben. Bro, wir haben einen Real Talk im Auto gemacht, so, über Ausland und so. Bro macht nichts zu Hause, gar nichts. Der kann auch nichts, der will auch nichts machen. Hat auch selber zugegeben. Respectful. Er wurde auch bei seinen Eltern. Ja, Bruder, ich war auch 18 Eltern. Digga, ich war bis 29 bei meinen Eltern. Ich wohne noch immer bei meinen Eltern. W. Ja, ich W. eigentlich auch. Ich bin nur Steuerflüchtling halt. Wer ist für dich der unsympathischste Streamer? Unsympathischster Streamer? Ja. Kann ich dir später schreiben. Oh, oh! Ich kann es nicht sagen. Oh! Was? Ich bin falsch gedingsen. Digga, du bist so komisch. Bro, was war das denn? Du, schreib, ich will's wissen. Ich schreib's dir gleich, okay, wenn wir nein, ich halte das aus alleine. So, okay, jetzt schreib. Ich weiß nicht warum, ich fand's schon immer richtig... Boah, jetzt bin ich gespannt. Ich schon immer super unsympathisch. Digga, okay, chill, Alter. Warte, ich guck, ich hab noch nicht geguckt. Ich muss kurz Tor machen, dann guck ich. Und nicht da. Warte, ich will wissen, wer es ist. Ja, schau kurz, ich halte alleine aus. Ich guck. Oh, okay. Es gab so, ich kann dir später sagen, aber das sind auch so ganz kleine okay. Sachen. Aber ich fand so ganz viele kleine Sachen, die ich einfach echt anstrengend finde. Ja, ich check, was du meinst. Ja, da ist halt so phasenabhängig. Ja, ich glaube auch. Oh, ich dachte, ich halt. Ciao! Okay, interessant. Ja, ich meinte, Amma! Ja, das war so funny, als wir bei Tony waren. Wir haben alle Amma gesagt. Er hat gesagt, is back. Und ich da wahrscheinlich wieder ganz gechillt. Okay, wen noch? Ich will jetzt alle wissen.
Boah, nee, ich habe sonst habe ich nicht viele. Echt nicht? Sonst? Digga, oh. ich könnte die 10 ausstellen. Was? 5. Ja, ich könnte auch so, also so Bubble-mäßig. Checkst du? Nee. Erklär. Es gibt so bestimmte so Sparten und Bubble an Streamern, die ich so overall nicht. Also Opfer halt. So, die ich halt nicht so geil finde. Komm, sag's, Opfer. Sag's, komm. Was? Nein, das sind keine Opfer. Ich würde einfach keine Ahnung. Nein, Digga, nein, Casino-Bubble. Oh nein, die bin ich automatisch. Was ein Wunder. Digga, hä, natürlich. Hä, aber das ist ja ein Ding, worüber ich reden kann, wenn ich sage, dass... Oh, Digga, das ist ein guter Talk. Digga, diese Politik-Bubble. Das eh, Digga, ich finde... Digga, alles. Ich finde das so schrecklich. Ja. Wie kann man sich das anschauen? Also, ne, ich bin ja komplett falsch da, darüber zu reden. Aber ich habe da manchmal so reingeschaut, Bruder. Ich kann mir das... Das sind halt legit nur 50-Jährige, ne? Ja, machst du nicht. Ich finde bei manchen Streamern, also jetzt auch Ding, merkst du so im Chat, wie die so drauf sind und das teilweise so anstrengend. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Atzen da so lange streamen können. Weißt du, was ich meine? Ja, aber guck mal, die sagen halt das gleiche über meine Streams dann. Checkst ja, du? Ja, check. Oh mein Gott. Ja, also Feister, du enttäuschst mich gerade in allen Ebenen. Warte mal. Der Physik. Ja, ich wollte dir schreiben, wen Ding sind. Ach so, schreib. Also die nicht so krass, aber die bisschen so Ding. Was? Bisschen. Das check ich nicht. Was? Das, ich glaube, ich check's an mir selber auch nicht, aber das ist so slightly... Das musst du Retalk erklären. Ich glaube, da gibt's nichts zu erklären. Ich glaube, da... Okay, finde ich krass. Fühl ich einfach so einen slight Discomfort. Also die Person, die ich noch geschrieben habe, am wenigsten. Ja, wollte ich gerade sagen. Also Bubble check aber ich, alle aber so, die Person? Ja, die Person nicht, aber ich wollte... Damit du checkst, welche Bubble ich meine. Ja, okay, ich glaube, ich verstehe es. Aber also die Person, die du geschrieben hast, auf gar keinen Fall. Ja, nee, aber das ist am Bubble wenigsten, aber... Bubble verstehe ich, was du meinst. Bubble finde ich super anstrengend und I don't know. Er meint Basti GRG. Ja, nein! Ich hasse Heiko! ich meinte Eli Geller. Jemand schreibt Hanno Safe, Digga. Ich hab vor 10 Jahren die League of Legends Tutorials von ihm angeschaut. Wir sind da, ich bin Diamond! Digga, Platin 2. Wie kannst du Diamond 2 sein und ich Platin 2? Wie geht das? Das ist eben hart. Okay, sag, wenn du unsympathisch findest. Unsympathisch! Oh! Die erste Person, die dir einfällt. Du schreibst jetzt einfach meinen Namen. Ich hatte mal einen, aber. Der hat sich geändert, glaube ich. Soll ich trotzdem schreiben? Also ich finde ihn jetzt nicht mehr so krass. Aber schreib da eine Person, die du krasser findest? Weiß ich, wüsste ich jetzt gerade nicht. Ich kann dir YouTuber sagen. Dr. Banks ist so ein Hurensohn, der macht kottische Kinder. W. Warte, ich schreib dir... Oh. Oh. Ich schreib dir YouTuber, warte. Oh, ich finde Streamer eigentlich interessanter. Ja, Bruder, ich schreib den einen. Schreib den, den du gesagt hast. Ja, aber wie gesagt, jetzt nicht mehr, aber ich fand mal für längere Zeit. Go! Oh, Goal! Ja, das check ich sogar. Bisschen. So, und jetzt YouTuber? Oh! Zweite Person check ich. Ja? Ja. W, Digga, wir lästern einfach gerade. Wir lästern gerade einfach on Streamer, das ist respektlos. W. Oh, your order has been picked up, W. Ja, Lukas Brawl Stars. Burger, Pommes auf die Eis. Die Pommes auf den Burger rein. In den Burger rein, du Schwanz. Nee, ja? Wir werden auch mitlästern. Okay, Retalk jetzt, ohne zu träumen. Wer ist für euch der unsympathischste Streamer? Ohne zu trollen jetzt und meinen Namen reinzuschreiben, okay? Ich will das wirklich wissen von manchen Atzen. Ja, ich will es auch wissen. Du, for real. Ich glaube, Retalk, wenn man so gar nicht, das jetzt so faktisch gesehen... Vielleicht dieses Mal vorlesen, Poke. Ja, was? Ich glaube, Eli so... als ob Eli so viel. Feister 2022? Das ist die einzige Antwort, die viable ist hier. Oh, Goal! Richtig viele Eli-Bubble.
Ja, ich glaube halt, wenn du so gar nicht da drin bist, dann checkst du das halt einfach nicht, oder? Nee. Edis der Schmale. Edis der Schmale. Edis ist voll der korrekte Typ. Hat mir privat, der hat uns geholfen. Voll nett. Edis oder Eli? Edis der Schmale. Was? Was? Zabex. Zabex check ich nicht. Zabex check ich wirklich. Ich glaube, aber was obwohl, ist an Zabex? Ich mag Zabex und Philo beide sehr, aber ich glaube, ich checke. Bei Philo check ich, dass Leute ihn nicht mögen. Nee, ich glaube komplett. Ich glaube auch, aber der macht halt so Jokes, die ich niemals bringen würde. Und ja, er macht's aber einfach. Sache ist, Zabex macht ja auch Jokes auf dem Level. Ja, ich weiß. Deswegen, ich glaube, beide sind ja. Er ist aber noch mal ein bisschen. Er tritt noch ein bisschen vom Gas runter, glaube ich. Ja, ja. Aber ich mag auch beide, aber bei Philo check ich mehr, glaube ich, weil seine Jokes einfach crazy sind. Ja, das ist der ja eh. Crazy aber sind. Ich glaube erst recht auch so seit diesem. Oh, die Liste! Ah. Seit diesem Listending gibt es auch eh noch viele Atzen, die da so noch so richtig noch so einen Nachhass haben. Ja, ja. Die denken an Philo und denken: Ah, nein! Die Gamescom 2023! Denkst du, er kriegt das irgendwann ab? Was meinst du? Kommt er nicht auf die Liste? Nein, denkst du, er kriegt diesen Status irgendwann weg? Philo, das Listending? Nee, dass das so gehatet wird. Ach so. Ich weiß nicht. Kann halt sein, dass es so ein Ding wie bei Revi wird, ne? Dann ist halt doomed. Boah, dann ist Arsch. Boah, close Ding. Ja, das kracht dann richtig. Ich glaube, ich bin momentan auch auf dem Weg dafür. Ich hatte mal lange Zeit das Gegenteil, ne? Was meinst du? Dass jeder mich mochte. Wann war das? Ich erinnere mich nicht an die Zeit. Das war ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja, so Suro oder wie am Anfang? Nein, ganz am Anfang Hype. Ach so. Sellout-Stream. Ach so, ja, da Ding. Aber was war dann? Dann ist es so einem Rennen an durchgesickert, meinst du? Nee, da bin ich halt abgehoben geworden und so, weißt du? Achso, W. Nee, da hat man so mehr und mehr und mehr von mir gesehen und irgendwann fanden die Ersten das halt anstrengend. Ja. Was ich da checke. Das ist immer dieses, wenn eine Person richtig viel im Internet ist, fuckt es irgendwann einfach ab. Ja, ja. Beziehungsweise bei allem, Thema, Song, Person. Oder ich sag nur... Damit habe ich nicht gerechnet. Konnte ich nicht halten. So. Aber war clean gespielt. Bassi, alles Gute. Es ist dein Geburtstag. Warst du damals, als du das gemacht hast, du bist Lukas der Rapper? Ich wollte einfach nur einen Geburtstagstag für Basti machen. Ich dachte nicht, dass ich Lukas der Rapper bin. Ja, eben, bei Streamers ist das Retalk immer so. Die werden richtig gehypt und irgendwann auf TikTok einfach tot gehatet. Ja, krass, ja, Mann. Immer. Aber nach einem Tief kommt ein Hoch. Ein Hoch auf uns! Ich sag, dieses Jahr kommt mein fettes Hoch nochmal. Bei mir kommt das größte Tief aller Zeiten. Ich falle hinab. Oder kannst du noch tiefer sein eigentlich? Ich frag Rezo. Ich wüsste... Nee. Wer bin ich nicht? Kennst du dieses Kai Sinat Mr. Beast Video? Mr. Beast! Nee, kenn ich nicht. Ja, okay, dann egal. Ach, Digga, ich schwöre, ich werde jeden Einzelnen, der dieses Stream gerade schaut, heimsuchen. Das ist illegal auf Twitch. Das war ein Joke. Ehrenmann. Overtime. Oh, vielleicht doch nicht. Oh mein Gott, Digga. Bruder, die Overtime darf nicht länger als 3 Minuten gehen, weil mein Lieferant ist in 3 Minuten da. Nein, lass Gustavo mal warten ein bisschen. Nein, 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 ich will essen. Oh mein Gott, ich bin gefickt. Trau dich, komm zu mir. Bruder, der Letzte, der das gesagt hat, der ist heute nicht mehr da. Oh, jetzt du! Ich bin nicht da, Bro. Warum ist eigentlich Troll des Bär zu einer Katze geworden? Wann ist das passiert? Ich weiß es nicht. Resag Troll des Bär fehlt mir ein bisschen. Ich bin Mitte. Oh mein Gott! Was hab ich denn gemacht? Nix. Achso. Wann haben solche Low-Ranks Flip-Reset gelernt? Hab ich was verpasst? Halt deine Fresse, was denkst du, wer du bist, Digga? Denkst auch, du bist wie Manuel Neuer in Rocket League. Fick dich. W. Okay, das war's, Feister. Gute Runde, jupp, go.
Na gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf Madeira. Danke. Ja, dann wünsche ich dir was, Feister. Ich kacke jetzt in der Box. Audio.